Viele von euch wissen, dass ich unzählige Coaching-Ausbildungen selber besucht habe. Aber nur eine hat mich unglaublich stark geprägt. Das ist die von Gunther Schmidt im hypnosystemischen Coaching. Der Inhalt, vor allem die Haltung, prägt sich durch unsere Ausbildung, durch unsere Themen, durch unsere Trainer. Und Gunther ist auch für mich ein ganz wichtiger Mensch. Nicht nur ein Lehrer und Mentor. Ich würde sogar so weit gehen, ein väterlicher Freund, der mich über 10 Jahre schon begleitet hat in unzähligen Treffen in Heidelberg oder auch auf Gomera. Und es hat mich besonders gefreut, dass er sich die Zeit genommen und uns die Ehre erwiesen hat, das 10-jährige Jubiläum mit uns in Köln zu feiern. Und da möchte ich euch eins der Coachings vorstellen, was er auf der Bühne durchgeführt hat. In meinem Erleben eins der besten Coachings, die ich je von ihm gesehen habe. Und auf diesem Video erlaube ich mir zwischendrin zu kommentieren. Wenn ihr das lieber ohne mich sehen wollt, haben wir den Link unten eingeblendet, dann seht ihr es eben unkommentiert. Und wer sagt, wow, so viele Interventionen auf einmal, die kriege ich gar nicht mit, der darf gerne weiterschauen. Und ich gebe mein Bestes, es für euch gut zu übersetzen, dass ihr seht, was Gunther hier zeigt. Silvia, hallo. Hallo Silvia. Ja, grüß dich. Es ist schön, dass du ja, die Möglichkeit annimmst. Ich lasse euch jetzt euren Raum. Nur schon mal, dass ihr Bescheid wisst. Danach wird es nur eine ganz kurze Reflexionsphase geben und danach kamen auch eure Fragen Raum. Das heißt, schreibt fleißig mit und eure Fragen auch. Gute Wir sehen Idee. Uns später ja. wieder. Viel Spaß. Danke, Helen. Okay. Ja, also es wurde ja alles, ich habe das auch die Information gekriegt, ihr habt das alles vorbereitet und so, dass du hierher kommst. So ein Fächer, das ist ja eine saugute Idee. Ja, danke. Brauche ich jetzt nicht, aber so, ich verstehe das gut. Guten Tag, Silvia. Hallo, Gunther. Also, wenn du jetzt hierher kommst, so in der Form, machen wir doch gleich, weil mir wurde gesagt, wir hätten jetzt 45 Minuten Zeit, weil wir um 16.45 Uhr hier rausgejagt werden, sozusagen. Und dann vorher noch was anderes. Deswegen gehen wir gleich zügig zuvor. Was führt dich denn hierher und was hättest du gern? Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, das tatsächlich im echten und im übertragenen Sinne viel Gewicht hat. Nämlich meine ganzen Kilos, die ich so mitbringe. Und die mich oft gar nicht belasten und manchmal sehr. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Ne? Coaching fing für mich heute schon morgens an, als ich dich hier erlebt habe. Und dann dachte ich, Mensch, wie schön wäre das, wenn du mich so problemlösegymnastikmäßig in die Sportschuhe coachen und begleiten würdest. Und dann habe ich aber gedacht, nee, will ich gar nicht. Ne? Will ich nicht. Und für mich ist das ein total emotionales Thema. Sehr anstrengend gerade. Glaube ich dir. Und da finde ich es auch, wie jetzt heute mal richtig toll. An der Stelle merken wir, wie Gunther es schafft, in ganz kurzer Zeit einen richtig engen Draht zu der Klientin aufzubauen, würdigen, wertschätzen, den wir im Anschluss auch noch. Und spannend finde ich, dass, und das ist oft der Fall, man vereinbart ein Coaching und überlegt sein Thema und es arbeitet schon in einem ab der Terminvereinbarung. Und das hat Silvia in dem Fall richtig gut beschrieben, dass sie ursprünglich ein ganz anderes Thema hatte, aber sich aus diesem anderen Thema ein neues Thema entwickelt hat. Dass das wir im Coaching sonst im Vorgespräch oft herausarbeiten, das Thema und vor allem das Thema hinter dem Thema, das ging jetzt schon bei Silvia fast automatisch. Und wir hören auch, dass sie gleich das Restriktionsmodell angewendet hat von Gunther. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Richtig toll und mutig, dass du das für dich in Anspruch nimmst. Genau, ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich eher einen Umgang damit finden möchte, dass ich eben kein sportlicher Mensch bin. Ja. So, das ist die Idee. Genau, so, das ist die Idee. Ich möchte eigentlich okay sein damit, dass ich nicht sportlich bin. Und ich möchte so die Stimmen in meinem Kopf, die ich höre, ne, wie du das vorhin gesagt hast, so ein bisschen auf Abstand halten. Okay. Oh, und ich wollte gar nicht so emotional werden, direkt am Anfang schon, aber so ist es halt. Das müssen wir jetzt alle ein bisschen aushalten. Ne?
Und ich finde, dass du so emotional reagierst, vollkommen in Ordnung. Ja. Und das meinte ich eben mit Restriktionsmodell. Ihre erste Idee war, ich will jetzt joggen jeden Morgen und das verlieren. Und dann hat sie das Ziel für sich innerlich geprüft und festgestellt, nein, sie sagte, ich bin kein sportlicher Mensch. Und im Coaching ist wichtig, den Auftrag zu klären und nicht auf dem eigenen Auftrag, auf der Idee, ja Mensch, klar, joggen ist doch super, nicht auf meiner Insel, sondern auf ihrer Insel zu arbeiten. Und das stellt Gunther überhaupt nicht in Frage. Obwohl er in seinem Alter noch jeden Tag joggen geht, ist er komplett auf der Insel unserer Klientin. Und sie hat für sich entschieden, ich möchte nicht joggen, sondern ich möchte einen guten Umgang damit finden. Also Restriktion, wir können darüber streiten, ob es eine Restriktion ist. In ihrem Erleben, ihrer Insel, ist es eine Restriktion. Und sie wünscht sich einen guten Umgang. Wir sehen, wir kennen viele Ressourcen, die wir in uns haben. Alle Lösungen sind bereits im Klienten vorhanden. Und ich fand es hier wunderschön zu sehen, wie das Publikum auch unsere Klientin unterstützt. Und achtet auf die Mimik, wie sehr ihr das hilft. Dritter Hinweis, spannend ist es auch zu sehen, wann sie den Fächer in die Hand nimmt und wann sie ihn ablegt. Im weiteren Verlauf des Videos werdet ihr sehen, dass sie ihn immer seltener in die Hand nimmt. Das ist auch wiederum durch den guten Kontakt zu Gunther und eben auch den Support des Publikums, was sie gar nicht als störend empfindet, sondern ihr seht an ihrem Lächeln, wie ihr das auch nochmal hilft und sie darin bestätigt, sich dort wirklich zu öffnen. Für mich bist du mit deinen Emotionen willkommen und überhaupt willkommen und sowas in der Form. Und wie ich es gesagt habe vorhin, ich finde es sehr mutig, gerade bei so Sachen, wo ich den Eindruck habe, dass ja vielleicht selber du manchmal mit dir selber ja nicht immer eine gute Freundin bist sozusagen, sondern vielleicht kritisch und so weiter. Oder na, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich sollte dann sportlicher werden, das war einfach nicht meine Idee. Und dann aber, und das finde ich schon toll und ein Fortschritt, also nee, das stimmt überhaupt gar nicht für mich. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast schon ganz viel Vorarbeit, du hast Eigencoaching gemacht, bevor wir überhaupt anfangen. Ja, ja. Also so Anträge aus der Außenwelt, man sollte gefährlich sportlich sein und so weiter. Mhm. Jetzt schon abgeprüft hast, ob das für dich stimmig ist und dir entspricht, und dir entspricht es eben nicht. Ja, zumindest jetzt nicht. Ne? Eben jetzt nicht. Jetzt im Moment entspricht es nicht. Und dann alles andere, das kommt noch oder kommt nicht, aber das sollte dann offen gelassen werden. Genau. Also mein Verständnis für unsere Zusammenarbeit ist jetzt nicht, dass zum Schluss wir den Erfolg daran ablesen, dass du dich verpflichtest, ab sofort sportlich zu sein und das noch mit Freude, um Gottes Willen, sondern dass du dir frei wählst, was du damit machst jetzt. Ja. Und dass du damit umgehen kannst und so. Und das würde ich noch gerne ein bisschen besser verstehen, um dir gerecht werden zu können. Jetzt könnte der geneigte Beobachter ja fragen, warum fasst jetzt Gunther das zusammen, was sie eh schon gesagt hat, weil es ist ja schon gesagt. Der tut es aus zwei Gründen. Zum einen, um den Kontakt nochmal herzustellen. Im hypnosystemischen Ansatz gibt es ja immer zwei Seiten, mindestens zwei Seiten. Und die eine will Sport. Das war die Seite, die Silvia hatte bis morgens, bis ihr die Erkenntnis gekommen ist. Und die andere Seite will einen guten Umgang damit. Und hätte er jetzt nur auf die eine Seite fokussiert, nämlich, ja, vergiss es, Sport zu machen, Joggen ist blöd, auf gar keinen Fall. Hier ist ein Stück Schokolade und arbeite am am Umgang damit. Dann hätte sich die andere Seite, die auch gerne Sport macht, also theoretisch irgendwann gerne machen würde, hätte sich die Seite abgehängt gefühlt. Das habt ihr auch wunderschön darin gesehen, dass sie sagt, nee, zumindest jetzt nicht. Also sie wollte es nicht für alle Ewigkeit ausschließen, also die andere Seite würdigen, denn wäre ja schon schön, ein bisschen Sport zu machen, aber halt jetzt nicht. Und das ist einer der Hauptschlüsselfaktoren in dem Seitenmodell oder auch grundsätzlich im hypnosystemischen oder konstruktivistischen Ansatz, beides zu würdigen. Dass ich mich nicht auf die Seite der Jogging-Fraktion oder auch der Umgang mit der Tatsache, dass ich nicht jogge, stelle, sondern beide unterstütze, pace, und das hat er wunderbar getan. Zu Beginn sagte er, für mich bist du in Ordnung, wie du bist. Also Okay-Okay-Modell, kennen wir aus unserer Ausbildung. Und auf diesem Okay-Okay-Modell und dem guten
Kontakt in Eschen aufgebaut hat, nochmal vertiefend beide inneren Anteile von unserer Klientin zu würdigen, indem das Ganze zusammenfasst und noch stärker in Bindung geht. Mal gucken, wie es weitergeht. Also auch wie ich sonst auch fragen würde, warum könntest du ablesen, wenn ich dich wieder treffen würde mal? Dann würde ich sagen, Gunda, du glaubst nicht oder du glaubst, je nachdem. Ich habe jetzt die gewünschte Art für mich entwickeln können, jedenfalls sagen wir zu 80%. Was wäre da anders? Dann würde ich dir wahrscheinlich erzählen, dass ich in Vorbereitung auf dieses Event shoppen war, ja, und mich in der Umkleide im Spiegel betrachtet habe. Und ganz wichtig, eine klare Zieldefinition. Und er springt, mit und mal angenommen, springt er ins Ziel, eine hypothetische Frage. Denn wenn ich weiß, wohin ich möchte, also dieses Bild habe, wie ich total entspannt in den Spiegel gucke und sage, ja, ist alles gut so, oder mich beim Joggen beobachte, wenn ich dieses Zielbild habe und stärker ausformuliere, dann habe ich natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen. Und der nächste Clou ist, er fragt nicht, wie muss es denn sein, wenn alles in Perfektion ist, sondern bei 80%, Pareto-Prinzip. Im systemischen Coaching verwenden wir auch oft Skalierungsfragen. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du jetzt? Und nicht den Anspruch zu haben, du musst auf eine 10, sondern wo auf der Skala wäre es denn für dich in Ordnung? Vielleicht ist sie mit einer 7 oder 8 ja auch schon zufrieden. Zwei ganz wichtige Interventionen in der Auftragsklärung. Denn wenn der Auftrag nicht richtig klar ist, ist es ganz schwierig, ein gutes Coaching zu machen, weil ich ja nicht weiß, wohin ich den Klienten führen soll. In der Umkleide im Spiegel betrachtet habe und das völlig okay fand, so wie ich mich auch zu Hause übrigens ganz anders im Spiegel betrachte, als wenn ich in so einer Umkleide bin, und das völlig okay fand, dass mir eben nicht alles gestanden hat und dass mich das nicht frustriert hat. Ja, das wäre zum Beispiel mal sowas, dass ich mich nicht darüber aufgeregt hätte, dass es fast nirgendwo Klamotten für mich zu kaufen gibt. So, das würde ich sagen, Gunther, weißt du was, ich habe in meinen Kleiderschrank gegriffen, irgendwas genommen und fühle mich gerade wohl. Und wenn ich dich recht verstehe, gibt es solche Momente jetzt schon auch, oder? Ja, natürlich. Zu Hause mehr, im Kontext zu Hause. Ja. Wie erklärst du dir den Unterschied? Ich bin in einem anderen System. Also ich fühle mich zu Hause wohl. Ich fühle mich da auch angenommen. Ist mein Zuhause, mein Spiegel, meine Bedingungen. So. Eben. Ja. Und da weiß ich auch, was in meinem Kleiderschrank hängt. Das, was da ist, gefällt mir. Das, was ich da anziehe oder auch wenn ich nackt oder in Unterwäsche vorm Spiegel sehe, das kann ich gut annehmen. Also ich verstehe dich so, jetzt mal ein bisschen, vielleicht, das hast du so nicht gesagt, aber jetzt für mich übersetzt, wenn du praktisch fast überall, wo du hingehst oder vielleicht sogar überall so, erleben könntest, so als ob du zu Hause wärst, als ob es wie zu Hause sei in deiner Erlebnisweise innerlich, wenn du dich betrachtest, wenn du zum Beispiel ein Achtet hierbei mal auf die Mimik von ihr, wie sie sich versetzt hat in, wir nennen das Muster des Gelingens. Also Gunther fragt nach Unterschieden, Unterschiedsbildung. Ja, manchmal ist es nicht so gut, aber es gibt Ausnahmen, wo du heute schon, Klammer auf Muster des Gelingens, es genau schaffst, es so umzusetzen. Und damit wird gleich das Erlebnisnetzwerk aktiviert. Wir hatten zu Beginn des Coachings, dass das negative Erlebnisnetzwerk aktiviert wurde. Was heißt negativ? Das kritische, belastende, wo sie anfängt zu weinen. Und jetzt eine ganz andere Mimik und Körperhaltung, weil sie sich jetzt so fühlt wie zu Hause. Ich stehe vorm Spiegel und sage, ich bin gut, wie ich gerade aussehe. Eine wunderbare Fokuslenkung. Denn Energy follows Attention. Erleben wird erzeugt durch die Fokussierung von Aufmerksamkeit. Innerlich. Wenn du dich betrachtest, wenn du zum Beispiel einkaufst und bist da Shopping und so und so weiter, wenn das so ähnlich dein Erleben wäre wie zu Hause, dass das eigentlich dann sehr weitgehend der gewünschten Richtung deiner Entwicklung entspricht. Absolut. Also ich bin auch zu Hause nicht immer zufrieden. Es gibt auch da Phasen, wo ich denke, weiß ich nicht, wenn ich die Treppen hochgegangen bin und ich bin mit meinem Gewicht einfach schneller außer Atem als jemand, der weniger mit sich trägt, dann gibt es auch, oder wenn ich mir die Schuhe zubinde und merke, mein Bauch ist mir im Weg. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo ich dann denke, nicht so gut.
Ne? Ja. Aber ich kann das zu Hause schneller beiseite legen. Und dann in eine andere Haltung. Und in eine ganz andere Haltung kommen, ja. Und das wäre auch wichtig, dass wir das klar haben, damit ich dich dann nicht missverstehe. Man könnte sich ja vorstellen, wobei ich das überhaupt nicht für zwingend überhaupt nicht halte, dass du jetzt sagst, ja, ich möchte mich jetzt befreien von Gewicht oder was weiß ich was, nur mal mit der Sportlichkeit oder so. Mhm. Das wäre jetzt im Moment für unsere Zusammenarbeit gar nicht das vorrangige Ziel, wenn ich dich recht verstehe, oder? Ja, also genau, es wäre nicht das vorrangige Ziel. Ich glaube, das mag ich vielleicht erläutern. Kleines Beispiel, ich habe 4 Kinder, war also 4-mal schwanger. Habe 4-mal meine Kinder gestillt und ich habe früher geraucht. Und in den Schwangerschaften und Stillzeiten konnte ich immer aufhören zu rauchen. Das war gar kein Problem. Ich wusste, wofür ich das mache. Ich habe es immer für jemand anders gemacht und nie für mich. Und dann habe ich irgendwann, als die Kinder schon größer waren, entschieden, ich will gar nicht mehr rauchen. Und dann ging das von heute auf morgen. Also war überhaupt kein Thema. War viel einfacher als die 4-mal davor. Es ging von heute auf morgen. Und ich habe schon 2-mal ganz erfolgreich abgenommen und kam dann immer an einem Punkt, wo es eine Außenwirkung hatte, wo ich gemerkt habe, da kommt total viel zurück. Mensch, siehst du super aus, als hätte ich vorher nicht super ausgesehen. Da entstand so ein Erwartungsdruck. Und irgendwann auch der Punkt, es geht nicht weiter. Ich war in meiner Wahrnehmung, in meiner ersten Wahrnehmung schlank, fit, sportlich, bin viel gejoggt, bin gewandert, gar nicht mehr außer Atem gekommen. Und mir fehlten aber noch so 20, 25 Kilo zum gesunden BMI. Daran bin ich völlig gescheitert, weil Außenerwartungshaltung und das, was ich gesehen habe, irgendwie doch nicht zusammenpassten. Und habe dann aus dieser Frustration heraus irgendwann auch wieder ganz viel zugenommen. Warum erzähle ich dir das? Weil ich schon mal abgenommen habe, weil das gelungen ist. Ja? Also ich habe gut abgenommen und weil ich mich natürlich auch super wohl gefühlt habe. Und das ist was, was immer auch noch in mir ist. Damals hat mir Sport auch keinen Spaß gemacht. Ich konnte mich aber irgendwie trotzdem begeistern, das zu machen und habe das als positiv erlebt. Wenn wir jetzt also hier sitzen, ist das nicht mein vorrangiges Ziel, genau, aber es schwingt schon mit. Ja gut, aber das war mir nur wichtig, dass man da quasi eine Zielhierarchie, könnte man das... Zielhierarchie, das, was ich eben gesagt habe, Umgang versus wirklich die beiden Seiten, sportlich versus damit umzugehen. Spannend finde ich auch, wie wir jetzt hier 2 Ebenen vom Muster des Gelingens haben. Sie erzählt einmal das Muster des Gelingens mit dem Rauchen, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, wunderbar, stell dir vor, du bist schwanger und musst aber jetzt nicht Rauchen aufhören, sondern Sport machen. Und sie weitersprechen zu lassen, um dann zu erkennen, dass es einen großen Unterschied macht, ob sie es für andere oder für sich selbst tut. Denn als sie es für sich selbst getan hat, ging es von einem Tag auf den anderen. Also da ein wichtiges Muster des Gelingens, was wir jetzt schauen, wie wir das hinterher übertragen können, zum Beispiel auf die Thematik, die jetzt gerade in puncto Gewicht bzw. Annehmen des Gewichtes aktuell ist. Und auch ein sehr präzises Beispiel dafür, wie unterschiedlich unsere Inseln sind. Sie hat den Satz zitiert, dass Leute sie angesprochen haben, hey, siehst du gut aus? Und dann ihre Gedanken preisgegeben, habe ich vorher etwa nicht gut ausgesehen. Ich bin sicher, dass keiner von den Menschen, die ihr gesagt haben, Mensch, siehst du gut aus, damit sagen wollte, dass sie vorher nicht gut ausgesehen hat. Wir erleben da wieder, wie wichtig es ist, die Insel der anderen Person kennenzulernen und extremst auf unsere Wortwahl zu achten. Und darin lernt man auch nie aus. Auch reinnehmen und die wäre eben so, wie du es gerade schön beschrieben hast, so weiter. Was mir sogar aber da auch auffällt, also gefragt habe ich dich nach solchen Unterschieden auch deswegen, weil das, was du erreichen willst, könnte man ja sagen, das ist als Potenzial schon längst in dir da. In bestimmten Kontexten, zu Hause zum Beispiel, da musst du dich auch nicht anstrengen oder sowas, da ist es einfach da. Nicht immer mit Treppen oder was weiß ich, klar, aber dann ist es auch wieder da. Mhm. Das heißt, eigentlich geht es jetzt um ein Lernen von dir selbst. Nicht von mir oder von außen schon gar nicht, sondern von dir und deinen eigenen längst vorhandenen Fähigkeiten, die aber halt woanders nicht so einfach aufrufbar sind. Absolut. Und es ist sogar eine große Diskrepanz, denn meine Kinder lachen schon. Ich stehe zu Hause, wenn ich mich fertig mache, irgendwie mit Freunden treffe oder zum Teammeeting fahre nach Köln, ich arbeite viel aus dem Homeoffice oder ins Modul, dann stehe ich vorm Spiegel und denke, Mensch, mein Gott, habe ich ein Glück, dass ich so ein gut aussehender Mensch bin. Und ich habe da Spaß dran, das zu sagen. Wunderbar. Und finde es auch schön und richtig, dass das so ist. Und in dem Moment kann ich mich so annehmen, wie ich bin. Und dieses Gefühl kann ich in der Umkleidekabine überhaupt nicht abrufen.
Da sitzt, da guckt eine andere, die sieht ähnlich aus wie zu Hause, aber ist eigentlich jemand ganz anderer. Ja. Und diese andere, die sollte man jetzt ein bisschen mehr ablösen, könnte man sagen, von der, die das schon längst kann, wenn du so willst, ne? In der Form. Und auch mit dem, da, in gewisser Weise erlebe ich da aber ein ähnliches Muster wie bei... Da sehen wir in Perfektion das Seitenmodell. Und dann gibt es eine andere, die sieht genauso aus wie du, ist aber eine ganz andere. Vorher Grundannahme, die Lösung liegt im Klienten. Und es klappt ja zu Hause, das nochmal wiederholt, auch da wieder auf Mimik-Gestik zu achten, wie sie da drin war, in dem, wow, wie gut ich aussehe. Und das war die eine Seite, die jetzt Gunther nochmal gleich rausarbeiten wird. Und die andere Seite ist halt die kritische in der Umkleidekabine. Und ihr merkt, als diese andere Seite rauskommt, die ja stark unter Druck ist, die traurig ist, die verzweifelt ist, Tränen in den Augen, und sie nimmt wieder ihren Fächer in die Hand. Das heißt, das ist ein Ritual oder ein Symbol, was dazugehört, was ihr hoffentlich Kraft gibt. Aber es wäre wiederum ein Indiz, auf die Insel unserer Klientin weiterzukommen. Wenn ich jetzt lerne, der Fächer kommt dann, wenn sie traurig unter Druck ist, dann kann es ja genauso sein, dass sie später den Fächer in die Hand nimmt und mir gar nicht bewusst ist, dass es ihr nicht gut geht. Ich aber durch den Fächer alarmiert bin, zu schauen, geht es ihr wirklich gut. Also achtet auf so Kleinigkeiten und übertragt die Kleinigkeiten auf zukünftige Ereignisse in der Kommunikation. In gewisser Weise erlebe ich da aber ein ähnliches Muster wie bei dem, was du gesagt hast, das dich so erwischt hat mit diesen, wo du so abgenommen hattest oder dich befreit hast von Gewicht und dann aber es nicht so noch 25 Kilo bis zum BMI, was weiß ich, zum Wunder-Emmy und dann eher Erwartungsdruck wieder kam und so weiter, als ob da so eine Art Fremdbestimmtheit wieder reinkam und die triggert was anderes. Genau. Naja, man könnte daraus schon eine Art wertvolle Information machen, also überlege ich jetzt gerade und ich frage dich, ob das für dich passen würde, die zu Hause ist und die dann das so gut annehmen kann und sich selber freut an sich und ihrem Anblick, an dem, wie gut sie aussieht, wie sie überhaupt so ist und das finde ich ist auch adäquat dann, ja, aber die hat einen Kontext von Autonomie. Ja, klar. Die hat einen Kontext von Selbstbestimmtheit und offensichtlich scheint, das kann man sogar aus der ungünstigen Reaktion für mich im Kontrastverfahren ableiten, als ob etwas in dir sagt, pass auf, ich brauche einen Kontext von Autonomie. Wenn ich fremdbestimmt werde, dann werde ich nicht das dir liefern, was du willst. Ich brauche einen Kontext von Autonomie. Ja. Eigentlich ist sogar, das klingt so komisch vielleicht, wenn du dich blöd fühlst oder sonst was in der Form, finde ich fast wie eine Art Autonomie-Rebellion. Und das ist so spannend, dass du das sagst. Ich habe vor ein paar Monaten einen neuen Partner in meinem Leben gefunden. Autonomie-Rebellion. Nachdem wir eben die beiden Seiten, guten Umgang damit, wie ich bin, versus ich will joggen gehen, die beiden Seiten rausgearbeitet haben, hat er jetzt aufgefasst vom vorherigen Beitrag innere Referenz, äußere Referenz. Und lässt sie nicht die Seiten erarbeiten, sondern gibt die Seiten vor als Vorschlag, beginnt aber jeden Satz hypothetisch. Ich würde oder einmal angenommen und fragt zwischendrin immer, ist das für dich in Ordnung? Kann man jetzt drüber streiten, Vorschläge machen im Coaching oder nicht? So ist er, ich finde es großartig. Und er baut eben auf die Autonomie in mir selbst versus ich bin fremdbestimmt. Und dort hat er jetzt auch Worte reingelegt, sodass sie wiederum ihre Seiten auch spüren kann. Und mal gucken, wie es da weitergeht, wie er weiterarbeitet mit der Autonomie versus dem Fremdbestimmtsein. Einen neuen Partner in meinem Leben gefunden. Und in der Phase, bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich wieder so viel Energie gehabt, mich viel zu bewegen, mich anders zu ernähren. Und dann habe ich ihn kennengelernt, er ist riesig groß, spindeldürr. Ja, neben ihm fühle ich mich manchmal einfach nochmal ein Stückchen breiter. Und ich hatte dann so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Sport mache, also wenn ich mich bewege, wenn ich gehe, für wen mache ich das jetzt eigentlich, damit ich neben ihm irgendwie anders aussehe? Und das hat so viel Abwehr in mir ausgelöst, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Aber das bestätigt für mich meine Hypothese und gleichzeitig aber auch,
finde ich, wäre dann so sehr wichtig, dass man endlich mal würdigt, als ob jemand dann sagt, ich verweigere mich dieser ganzen normativen Scheiße mit so soll man sein und so soll man sein und fuck you, da kann ich euch mal zeigen, ich mach's auf meine Art. Ja, ja, so ist das. Ja. Und wenn du das mit Würde, wo immer du hingehen willst, sagst, übrigens habe ich schon erwähnt, ich mach's auf meine Art. So und so, sogar in der... Achtet an der Stelle nochmal genau darauf, die Unterschiede der Stimme. Dieses direktive, fast aggressive, rebellierende 68er, wie auch immer, welche Bilder euch da hochkommen. Und auch die Nahbarkeit von einem Gunter Schmidt, also einer der Koryphäen schlechthin im systemischen Coaching. Und dann mal eben ein Fuck you zu sagen. Und auf der anderen Seite mit einer ganz sanften, weichen Stimme. Da hat er auch für die verschiedenen Seiten von ihr angesprochen, ohne zu sagen, ich spreche die eine Seite an und die andere denkt das, sondern er erzählt es von sich heraus, sodass sich jede der beiden Seiten einmal gehört fühlt. Und das ist die ganz große Kunst, dass er, sobald eine Seite aufkommt oder innerer Anteil, wie ihr es nennen möchtet, er sofort damit in Kontakt geht. So und so, sogar in der Kabine, beim Umziehen oder so, wenn das denkbar wäre, wie wird sich das auswirken in deinem Leben? Wie sich das in meinem Leben auswirken würde? Ja, in deinem Erleben. Ach so, Entschuldigung. Aber auch in deinem Verhalten, also, aber in deinem Erleben auch schon. Also ich bin ein Mensch mit einem großen Bedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit. Ja. Ne? Also von daher ist das was super in mir resoniert. Und gleichzeitig ist da aber auch der Mensch oder der Anteil, der sich sagt, naja, aber gesund ist anders. So, ne? Und möchte ich dem dann auch den Stinkefinger zeigen? Das ist so dieses... Das muss ja nicht sein. Aber weißt du, da habe ich den Eindruck, habe ich das schon vorhin so gehört. Und das, ich sagte offen, das könnte man vielleicht versuchen zu utilisieren. Du hast ja schon zum Beispiel mit Rauchen aufgehört früher und auch mit allen möglichen Sachen. Und damals noch nicht mal für dich. Ja. Aber für etwas, was dir Sinn machte. So. Und dann hast du aber auch nicht aufhören müssen, sondern du hast dich entschieden. Richtig. Im Dienste eines höheren Ziels, so könnte man das nennen, zum Beispiel Kinder. Absolut. Und da ist das nicht immer schwer gefallen, habe ich einen Eindruck. Es ist mir schwerer gefallen als für mich dann später, aber ich habe es nicht in Frage gestellt. Aber für deine Kinder war es irgendwie klar. Total. Das heißt, das ist eine unglaublich hohe Fähigkeit, und das finde ich sehr wertschätzbar, für andere dich zu engagieren. Oder? Finde ich auch gut, ist grundsätzlich schön, Ja, eben, aber du hast ja auch wirklich gemacht, für deine Kinder sowieso. Und, aber das heißt für mich, wenn du jetzt da was ändern wolltest in die gewünschte Richtung, dann sollte man überlegen, ob man dieses Wertsystem von dir nicht sogar nutzbar machen könnte. Weil es ist ja so indirekt, als ob du damit auch gesagt hast, nur für mich, noch dazu, wenn ich soll, dann nicht. Ja. Aber für andere, und er scheint mir sinnvoll, und ich entscheide mich, ich wähle das, da bin ich dabei. Ja, wobei dieses für andere ja in diesem Setting jetzt mit meinem Partner zum Beispiel auch wieder zu einer Abwehr geführt hat. Ja, ja, aber da habe ich einen Eindruck, so verstand ich dich so, dass du da fragst, weswegen soll ich jetzt eigentlich Sport machen oder so? Ja. Also es war nicht für dich eigentlich. Also, und aber auch nicht für andere frei gewählt, sondern eher so wie, ich sollte, ich müsste. Genau, genau. Und so. Da stehst du anscheinend nicht drauf. Gar nicht, überhaupt nicht. In Perfektion zusammengefasst. Und an der Stelle hätten, glaube ich, viele Kollegen gesagt, oh weia, wie soll ich denn da jetzt weiter coachen? Denn für sich selbst ging es nicht, für andere ging es nicht. Oder wolltest du für einen Partner machen, dann war es trotzdem nicht gut. Also dann den Ausweg zu finden, ist definitiv nicht einfach. Er fasst zusammen und ist in diesem ganz engen Kontakt mit ihr und kommt natürlich trotzdem zur Lösung. Also weißt du, vielleicht muss ich kurz was erzählen von mir. Ja. So, ich bin ja gestört von Anfang an. Ich bin sehr früh gestört, wahrscheinlich vor dem Frühstück, ganz früh. Ja. So irgendwie. Und ich habe bei mir mal entdeckt, vor vielen Jahren war das so, aber da habe ich das schon ewig lang praktiziert, sicher, und erst so richtig entdeckt über meine eigenen Konzepte dann. Da fiel mir irgendwas auf. Ich habe zum Beispiel, sagen wir, in einer bestimmten Phase gesagt, oh, soll ich das machen? Wäre das was? Wäre das was? Und dann, oh ja, das wäre toll. Oh ja, das wäre klasse. Oh, warum soll man das werden? Ja, ja, ja. Richtig und so.
und dann irgendwann sagt, so, und jetzt mache ich es, und dann war die Luft raus und ich habe nichts dafür gemacht. Mhm. Und ich habe mich abgewertet dafür, so, was ein inkonsequenter Schlappschwanz und so weiter in der Form, bis ich halt meine eigenen Konzepte für mich angewendet habe. Jetzt machen wir das mal systematisch, wie so ein Drama in mehreren Akten, und gucke mal, weil vorher war die Energie da, und irgendwann war es weg. Und dann fiel mir auf, dass es genau dann kam, nachdem ich, oh, so was mache, ja und so. Und ich dann zu mir gesagt habe, also Gunther, das machst du jetzt. Mhm. Und als ich das gesagt hatte, nichts mehr. Und dann habe ich halt mit meinen Methoden halt so geguckt, was meldet sich da und verweigert sich auf eine Art. Und dann wurde mir deutlich, ich fasse es jetzt mal zusammen so, da kam ich auf einen Kontakt mit einem adoleszenten Anteil von mir. Und dann wurde mir deutlich, der hat sich irgendwann entschieden gehabt, in Trainingskämpfen mit meinem Vater damals wahrscheinlich, wo ich mich da irgendwie unterworfen gefühlt habe, ein bisschen übertrieben so, ich lasse mir von niemand mehr was sagen, aber auch von gar niemand mehr. Ja. Dann fiel mir aber auf, das war doch ein bisschen allgemein formuliert. Mhm. Ja, aber ich fühle das so mit dir. Also das ist so ein, du... Das ist mein Erleben auch. Ne? Ja. Ihr kriegt mich nicht klein, ich lasse mich nicht so. Eben. Und diese Seite, offensichtlich ist doch was sehr Gesundes. Und die steht für deine Würde und für dein Erleben, dass du in deiner Art endlich mal gewährt, wertgeschätzt wirst und anerkannt und gewürdigt und respektiert wirst. Und auch da lässt sich trefflich darüber streiten, ob man als Coach, als Therapeut von sich erzählen soll. In dem Fall tut es Gunther. Er beschreibt eine Szene, wo es ihm ganz genauso ging wie unserer Klientin. Und auch das verändert nochmal den Kontakt zu ihr unwahrscheinlich. Auch da, wie sie nach vorne beugt, wie sie strahlt. Ja, genau so ist es. Also sie fühlt sich abgeholt. Und auch wenn jetzt fachlich keine neuen Informationen dazugekommen sind, hat es auf das Ziel eingezahlt. Wir sehen gleich wie. Mal gewährt, wertgeschätzt wirst und anerkannt und gewürdigt und respektiert wirst. Und dafür, finde ich, sollte man das erstmal sehr anerkennen und dieser Seite danken. Weil die hat ja sicher sehr viel geholfen in schwierigen Situationen, wo vielleicht Entwertung, Unterwerfung oder sonst was so war. Oder? Ne? Ja, super tolle Seite. Eben. Ja. Jetzt habe ich dann bei mir gelernt, oder kannst du ja für dich prüfen, ob das dann so, ich habe dann mit der Verhandlung gesagt, pass mal auf, also so allgemein von gar niemand was sage, ist ein bisschen blöd, wenigstens von mir selber wäre nicht schlecht und vielleicht auch von Leuten, die ich interessant finde, von denen ich was lernen will. Aber diese Seite, und das hat sich nicht geändert, die ist sehr stark in mir und die sagte dann, ja, so einfach geht es nicht. Ich habe Vertragsbedingungen. Also was denn, jetzt mach doch. Und sagt er, so schon gar nicht. Und dann stellte sich raus, ich muss die bitten. Ah, okay. So weit kommt's. Ich muss ja bei mir selber eine Seite bitten. Und wenn ich die nicht bitte, wenn ich sage, so, das machen wir jetzt, dann sagt die, fuck you. Wenn ich sage, bitte, guck, noch sogar wenn ich zum Beispiel selbsthypnotisch irgendwie draus mache oder so, ich will was erreichen, wenn ich sage, so, jetzt machen wir das, da kann ich es vergessen. Mhm. Wenn ich sage, ach, ich bitte dich, liebe, unwillkürliche, also was immer halt, je nachdem, bitte, bitte. Und noch dazu, und ich muss, also, ich respektiere dich auch, wenn du es nicht machst. Ja. Dann kommt, ach gut, dann kommen Gnadenakte, sozusagen. Und wenn man jetzt mal auf dich überträgt, kommt man so vor, da gibt es erstmal, muss es eine Voraussetzung sein, es muss dir Sinn machen. Ganz egal, ob dein Partner so aussieht oder so, dir Sinn machen. Mhm. Und es muss dich in deiner Autonomie respektieren und würdigen. Absolut, ja. Das, wenn das so wäre. Das wäre so die Quintessenz, ja. Ja. Und dann, wenn es dann. Gunther stellt mir die beiden Seiten vor. Und das ist auch ein wunderschönes Beispiel, dass der Konstruktivismus, wo wir sagen, dass jedes Verhalten eine gute Absicht hat, nicht nur für andere gilt, sondern auch für mich selbst und meine unterschiedlichen Seiten. Ob es ein Klient ist, der sich oder bei dem eine Seite das Verhalten abwertet oder ich es selber bin, wenn ich mit der Seite in Kontakt gehe und die gute Absicht herausarbeite, die aber erstmal sehe und erstmal würdige und nicht versuche loszubekommen, habe ich einen ganz anderen Kontakt zu dieser Seite. Und das haben wir gerade aufgebaut. Und erst wenn beide Seiten wirklich im Kontakt sind, kann man, wie Gunther sagen würde, mit ihnen ins Geschäft kommen. Ganz egal, ob dein Partner so aussieht oder so, dir Sinn machen. Mhm. Und es muss dich in deiner Autonomie respektieren und würdigen. Absolut, ja. Das, wenn das so wäre. Das wäre so die Quintessenz, ja. Ja.
Und dann, wenn es dann noch für jemand anderer wäre, wo du aber autonom es wählst. Ja, das wäre natürlich, das wäre super. Und es ist ja nicht so, dass ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht hätte. Ich habe dann, wenn ich so in mir selbst unterwegs bin und gucke, was da los, warum mache ich es nicht, ne? Dann habe ich immer das Gefühl, dass ich mir selbst irgendwie was vormache. Also, dass ich mich selbst versuche, gerade zu motivieren, zu manipulieren, zu keine Ahnung was. Und dann sage ich, okay, komm, dann weißt du was, dann haue ich mich auf die Couch und ja, dann ist der Tag für heute rum. Ja, weil du machst ja auch, eigentlich ist es so, mir kommt so vor, als ob du sag, als ob etwas in dir sagt, für andere ja, wenn es frei gewählt ist und so, aber nicht für mich. Mhm. Ja, aber das ist jetzt das Interessante für mich, dass jetzt bei mir, ich komme aber vom Land und bin sehr einfach strukturiert, gell? Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Mir es so vorkommt, als ob du, wenn du jetzt zum Beispiel dich so fühlst wie zu Hause, woanders auch, und du bestimmst vollkommen frei, wo immer ich bin, mache ich das zu meinem Zuhause. Mhm. Ganz egal, wie jemand glotzt oder denken könnte oder so, ich bestimme, wo ich bin. Frei, autonom und noch nicht mal für mich, sondern für eine andere in mir. Weil die, die leidet, das bist ja du gar nicht als ganze Person. Das ist immer wieder bei so einem blöden Seitenmodell. Gell? Weil immerhin gibt es ja eine andere Sache. Und die, die da Gesundheit, aber es ist nicht so gesund, das stimmt ja auch vielleicht, aber das bist auch nicht du als ganze Person. So gesehen ist das eigentlich eine andere in dir. Mhm. Und die bittet dich um was. Mhm. So, wenn man die Seite, die vielleicht so sich fühlen will wie zu Hause, berechtigterweise, und die auch womöglich dann sagt, guck, und ein paar Pfunde vielleicht wäre nicht schlecht, wenn du dich von denen befreist, so für mich, was wäre denn das für eine in dir, wenn man sie bildlich sich so vorstellt? Die wäre wahrscheinlich ein bisschen älter als ich. Mhm. Erstaunlicherweise wäre sie älter als ich. Okay. Du hast jetzt gerade was gesagt, da habe ich ewig lange nicht mehr drüber nachgedacht. Du hast gesagt, ein paar Pfunde. Und ich habe immer so schwarz-weiß gedacht. Ich habe immer gedacht, so oder schlank. Das passt aus meiner Sicht, das ist nur eine Hypothese, nicht für dich. Ja, so. Und da wunderbar rausgearbeitet, dass es eben nicht nur dieses Schwarz-Weiß gibt, dick oder schlank, sondern eben ein paar Pfunde. Es gibt Variationsmöglichkeiten. Und genau das ist die Rettung, die Hilfe, der erste Schritt zur Lösung an der Stelle. Und das haben wir dadurch geschafft, dass Gunther es vorgeschlagen hat. Wie auch immer wusste er, dass das der Schlüssel ist und den hat er auch so genannt. Spannend auch, wir hatten ungefähr 10 Minuten vorher die jüngere Seite von ihr, die sie rausgearbeitet hat. Und auf einmal kommt jetzt die ältere Seite. Auch das im inneren Bild, die kleine und die große, mit all ihren Eigenschaften, mit ihren Inseln, mit ihren konstruktivistisch gut gemeinten Ideen, auch da wunderschön erarbeitet. Und wenn ich mir diese Seiten bewusst bin, kann ich das auch auf ganz andere Themen später übertragen, losgelöst von diesem einen Coaching-Anliegen. Ja, so. Und deshalb habe ich gerade gesagt, die ist ein bisschen älter, weil die wahrscheinlich mit ein bisschen weniger, was dann gleichzeitig aber ein bisschen mehr wäre, zufrieden wäre. Also deswegen habe ich das extra so gesagt. Mhm. Weil erstmal unter diesen Umständen, aber das war das, was ich vorhin auch so meinte in meinem Vortrag. Ja. Das müsste jetzt noch nicht entschieden sein. Wenn du dir, nur als Beispiel, du könntest dir dann sagen, ich mache es für jemand anderen, nämlich für diese Ältere, aber ich überlege mal gut, will ich für die was machen? Oder, ah gut, weil sie es ist halt, will ich ja nicht so sein. Aber eins sage ich dir gleich. Wow. Das ist der absolute Kern und den rauszuarbeiten, ist in meinem Erleben die absolute Champions League. Erinnert euch, vorhin hatten wir ich selbst, also für mich oder für andere. Was natürlich dann für andere abhängig ist, von den anderen und ich selbst ja auch nicht immer funktioniert hat. Und jetzt haben wir, oder hat Gunther, wir anmaßend, jetzt hat Gunther es geschafft, diese Tatsache oder die Idee von der anderen nicht im Äußeren anderen Personen zu suchen, sondern in einer anderen Seite. Das heißt, dadurch hat er die Steuerungshoheit von den anderen Menschen zurück zu unserer Klientin gebracht. Und sie kann innerlich mit den ganzen verschiedenen Seiten, die im Laufe des Coachings schon angesprochen worden sind,
Also die, die joggen will und die, die einen guten Umgang damit finden will, es nicht zu tun. Die jüngere und die ältere Seite. Und dann aber auch die interne und externe Referenz. Wir haben jetzt schon 3 Paar Gegenspieler, wovon einer außerhalb war, der jetzt auch innen ist. Und damit hat sie alle Schaltknöpfe in sich drin und kann es selber nutzen. Und das Ganze natürlich auch in einer hypnotischen Sprache, dass er auch direkt ins Unbewusste einsteuern kann. Denn logisch, kognitiv nachzuvollziehen, was gerade passiert, ist schier unmöglich. Deswegen arbeiten wir im Coaching immer auf beiden Ebenen. Und hier sehen wir wunderbar nochmal die unbewusste Ebene. Und vielleicht habt ihr auch beobachtet, dass die Klientin mit einer kurzen Ausnahme die ganze Zeit den Fächer gar nicht mehr in der Hand hatte. Also die Aufregung, die Anspannung, der Stress, an den ihr euch erinnert zu Beginn des Coachings, ist gerade wie weggeblasen. Und das so hinzubekommen bei so einem großen Thema, meinen vollen Respekt, Gunther. Sag ich dir gleich. Und mir sowieso. Ich verpflichte mich zu gar nichts, sondern entscheide jeden Tag wieder neu. 1 Pfund, 0,5 Pfund, 100 Gramm oder was? Oder gut, jetzt ein paar Pfunde und jetzt lasse ich erst mal wieder Ruhe einkehren oder was weiß ich und überlege oder so. Ich habe die völlig freie Wahl jedes Mal. Weil das wird mir deutlich, wenn du das so schwarz-weiß, dann wird es sofort zu einem anderen Kontext. Total. Und also zu einem Verpflichtungs-Zwangskontext. Und das sagt deine so gesunde Autonomie-Seite. Zwangskontext hat, das zeige ich euch. Ja. Oder? Ja, das... Das beruhigt mich gerade und macht mich gleichzeitig auch wieder super emotional. Das ist eine Stärke von dir, ja. Oder? Ja, definitiv. Das meine ich auch so, ja, das ist eine Stärke. Und sofort, als er merkte, es wird ein bisschen emotional, ist eine Stärke von ihr. Ich kenne keinen, der es in einer so Perfektion den Konstruktivismus lebt wie Gunther. Emotional kann man sagen, ich blöde Kuh, fange ich wieder an zu heulen. Nein, ist eine Stärke von dir. Er spricht auch von Burnout-Kompetenzen. Und ich werde nie vergessen, er hat mal von einer Klientin erzählt mit anorektischen Kompetenzen. Ich auch dachte, bitte was? Das kann tödlich sein. Ach ja, so ein paar, davon würden mir auch nicht schaden. Also diese ganze Lockerheit und Leichtigkeit und sich selber auf die Schippe zu nehmen, ohne sich über das Übergewicht der Klientin oder die Anorexie oder den Burnout lustig zu machen. Das geht ja nur, wenn man eine Haltung hat wie Gunther, der sich ständig selber auf die Schippe nimmt. Ich komme halt vom Land, ich fahre halt so. Finde ich großartig. Sofort reingehen, Reframing und es hat sofort Auswirkungen auf die Klientin. Ja, das ist eine Stärke. Und da bin ich auch dankbar für. Und es macht mich emotional. Es kommt was Wichtiges, ja. Weil da wieder Hoffnung ist. Also ich hatte es irgendwie aufgegeben für mich, nochmal irgendwie ein Anpacken zu finden, mit dem ich leben kann. Und so diese, ich finde auch den Gedanken schön, dass ich das für mein Zukunfts-Ich mache. Das gefällt mir total gut, weil ich mir ja wichtig bin. Und das ist auch das Dilemma, was ich habe. In deinem Zukunfts-Ich, das ist dir auch wichtig anscheinend. Genau, ja, aber das ist genau dieses Dilemma, was ich habe, wenn ich so denke, ich bin mir einerseits wichtig und andererseits ist... Ich bleib mal dabei, ne? Ist Übergewicht halt einfach nicht so eine geile Sache. Ja. Wie kann ich mir denn dann wichtig sein? Und durch diese Kooperation oder dieses, okay, für dich könnte ich mal drüber nachdenken, ob ich es mache. So, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich kann mal drüber nachdenken. Genau. Noch nicht entscheidet drüber nachdenken. Das ist gerade wie so ein, wie so ein Silberstreif, ne? Wie so ein, es ist eine Möglichkeit plötzlich wieder genau. Da. Und alles, was ich mache und was ich dir anbiete, da geht es mir überhaupt nicht darum, dich zu ehren, was zu bringen, sondern dich zu unterstützen in Wahlmöglichkeiten, die du jeden Tag und vermutlich innerhalb des Tages noch 3-mal oder wie oft du willst, ja. Neu prüfen, ob stimmig oder nicht stimmig und dich immer wieder frei, autonom entscheiden kannst. Ganz wichtig,
Wahlmöglichkeiten und eben nicht zu sagen, so und so wird es gemacht. Ich mit meiner Weisheit als Gunter Schmidt und der ewigen Therapieerfahrung sagt, mach es so. Nein, das ist nicht der Ansatz, das ist nicht die Haltung. Und ich habe vieles von Gunter gelernt, aber am meisten genau diese Haltung. Ich mache Angebote, ich nehme mich zurück, ich gehe auf die Insel des Gegenübers. Und jetzt bin eben sogar ich in der Kommentatorenrolle emotional geworden. Als die Freudentränen kamen, das war ja diesmal nicht, weil wieder eine Seite zum Vorschein kam, die unter Druck steht, sondern weil sie sagte, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Und jetzt stellt euch mal vor, wie lange andere Coaches, Therapeuten brauchen würden, in einem solchen Fall zu einem Punkt zu kommen, wo ein Klient sagt, wow, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Was das für ein Impact ist, für eine Aufbruchsstimmung. Dann auch gerade die Verabredung mit dem Zukunfts-Ich. Grandios. Eigentlich für dein Zukunfts-Ich was machst. Was du für dich vielleicht gar nicht machen würdest, für einen, ja. Aber für dein Zukunfts-Ich ja. Schon. Das könnte sogar vielleicht eine Hilfe sein. Ich bringe da jetzt ein paar Beispiele, weil wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit, deswegen so in der Art. Ah ja, nehmen wir an, du könntest ja dein Zukunfts-Ich imaginieren. Und du würdest dich immer wieder verabreden mit deinem Zukunfts-Ich. Aber nicht so, du, ich bin verpflichtet. Mhm. Sondern eher, du, ich überlege gerade, soll ich vielleicht was machen für dich? Aber ich bin mir noch nicht sicher, gell? So. Und ich will es frei abwägen. Was würdest du denn dir gern wünschen von mir oder erbitten von mir, wenn ich etwas in meiner Großzügigkeit für dich tun wollte? Aber ja. Wollte, so, lass mal noch offen. Ja. Wenn du solche Verabredungen vielleicht machen würdest und dein Zukunfts-Ich sogar manchmal fragen würdest, was würdest du denn vielleicht für hilfreich finden, was ich jetzt für mich tun könnte, um meine Autonomie zu spüren und meine Würde, in der ich erwägen kann, ob ich was machen will für dich oder nicht. Und zwar immer mit klarem, wenn überhaupt ich was mache, dann in kleinen Schritten, kleinen Schritten. Wenn du so irgendwie, wäre das irgendwas Nützliches für dich? Das wäre sehr nützlich, tatsächlich. Wobei ich merke auch, wie ich so in die Vorstellung gehe, mir vorstelle, wie wäre das, ich bin zu Hause, ne? Und dann fragt mich mein imaginäres Zukunfts-Ich, hör mal, hast du nicht Lust, ein bisschen was für mich zu tun? Ne? Du könntest jetzt mal, weiß ich nicht, die Hunderunde zweimal gehen. Statt 3 Kilometer machst du 6 Kilometer. Und das würde dich aber zunächst verpflichten. Genau, so, ne? Dann, das war das, was ich sagen wollte. Ich würde dann wahrscheinlich losgehen und sagen, wir können ja mal schauen. Wir können ja mal schauen, wie es ist, wenn ich unterwegs bin. Ja, so. Und das ist sogar ein wunderbares Modellbeispiel, an dem du das für dich ausprobieren könntest. Ne? Ich mache ein Beispiel von mir wieder. Ich jogge leidenschaftlich gern schon seit bestimmt 50 Jahren oder sowas. Und manchmal auch so Halbmarathons und so Zeugs dann sowas. Und wenn ich dann aber, das sollte jetzt nicht, das müsst du nicht machen, um Gottes Wille. Wenn einer so Spinner ist wie ich, dann muss man ja vor lauter Mitgefühl können sagen, was es alles gibt auf der Welt. Was es alles gibt auf der Welt. Aber da hatte ich schon mehrfach die Erfahrung gemacht und das habe ich richtig üben können dann. Das ist eine saugute Intervention für mich geworden, für mich in anderen Lebensbereichen und auch für viele Leute. Sag mal, ich war mal bei Kilometer 13 bei etwas und etwas immer gesagt, oh, leck mich, ich habe keine Lust mehr. Aber ich wollte halt diese 21,5 Kilometer laufen. Aber ich wusste genau, das hatte ich aus anderen Erfahrungen vor, wenn ich mich pushe, dann geht das wieder los. Mhm, ne? Also habe ich dann gesagt, pass auf, wir laufen noch 100 Meter und wenn es dann überhaupt nicht mehr geht und nicht mehr stimmig, dann verspreche ich dir, steige ich aus. Ich rede dann mit meinem Organismus, spinn halt so ein bisschen. Ne? Das hat dann gut geklappt, aber es gab schon Situationen, da waren 100 Meter viel zu lang. Und dann, das war ganz denkwürdig in meiner Sache, das war das extremste Beispiel, da war ich schon so lustlos und alles. Und da habe ich, weil ich halt dieses Ziel noch, ich hätte es gerne erreicht, und gesagt, pass auf, wir machen es zu. Wir machen jetzt noch 3 Schritte und wenn es in 3 Schritten überhaupt nicht mehr geht, dann verspreche ich dir absolut sicher, dann steige ich aus. Wenn es in 3 Schritten... Keiner von uns weiß, ob Gunter Schmidt je beim Joggen gezweifelt hat und mit sich die 100 Meter oder 3 Schritte vereinbart hat. Also eine wunderbare Art und Weise, etwas zu erzählen von sich, weil er sagt ja nicht, du musst es so machen. Und er fragt auch nicht, Mensch, Lever, wie wäre es denn, wenn du es so machen würdest? Sondern er erzählt es einfach. Und natürlich, aufgrund dieser engen Verbindung zwischen den beiden, prüft ihr Unterbewusstes die ganze Zeit ab, was aus diesen Beispielen
für Sie auch passend sein könnte. Und so kommen eben dann Lösungen, die sich anfühlen, als seien sie von der Klientin selbst entwickelt worden. Sind sie ja auch. Aber das Priming, also die Richtungslenkung, kam natürlich in dem Fall von Gunther. Wenn es in 3 Schritten noch geht, machen wir wieder 3 Schritte und dann wird jede 3 Schritte geprüft. Dann bin ich 21,5 Kilometer gelaufen. Aber eigentlich nur 3 Schritte immer. Ja, gratuliere. Ja, aber wenn man das jetzt überträgt auf dich, da finde ich das toll, wie du das jetzt schon mit dieser sagst, okay, wir fangen mal an. Und ich überlasse jederzeit in einem inneren Dialog sozusagen mit meinen Rückmeldungen, mache ich jetzt noch ein paar Schritte oder nicht? Und machen wir noch ein paar Schritte? Wir sind ja heute nicht so und so weiter. Aber du, klappt es nur dann gut, wenn du dir selber treu bleibst und sagst, und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht stimmig, dann ist es vollkommen in Ordnung und eine sehr anerkennenswerte Entscheidung von mir, wenn ich dann sage, und jetzt langt's. Und ich bin sofort wieder in meiner Hunderunde. Ne? Ich habe das jetzt und ich gehe so einen Rundweg und der hat tatsächlich ziemlich genau 3 Kilometer. Das heißt, bis Kilometer 1,5. Also wenn da die Entscheidung nicht gefallen ist, zurückzugehen, kann ich auch weiterlaufen. Ne? Zum Beispiel, so, ja. Also ne, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe bis dahin und dann kann ich auch weiterlaufen. Ja. Eben, und das könntest du alle 10 Meter oder alle 5 Meter, kannst du für dich ausprobieren. Ja. Weil das wurde mir sinnlich deutlich, wenn ich das runtergeschraubt habe auf kürzere Dache, dass es sofort entlastend wurde. Weil dann wurde mir deutlich, offensichtlich, das wollte ich gar nicht, das war mir auch nicht bewusst, war vorher doch sowas drin, du solltest und es macht es eng. Und mir so, ich muss gar nichts und so. Ja, das fühlt sich für mich total gut an. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Sache in der Kabine, wenn du oder sonst wie. Naja, dann. Ähnlich wie bei Metaphern. Waren wir jetzt ja die ganze Zeit mit den Seiten, die miteinander unterwegs waren, ich eben schon aufgezählt, die verschiedenen Paare, die gearbeitet haben. Jetzt kommt das Zukunfts-Ich noch hinzu und wir haben an der Mimik von ihr gesehen, dass sie da schon komplett in ihrer, wie sie sagte, Hunderunde war. Sie stellt es gar nicht mehr in Frage, sondern sie sieht sie schon beim Gehen, überlegt auch, mache ich noch ein zweites oder nicht, ganz autonom. Also ihr Unterbewusstes läuft es schon, während das Bewusste noch da sitzt auf dem Sessel und mit Gunther sich unterhält. Und dieses neue Erlebnisnetzwerk, was da aufgebaut worden ist, dieses ich habe die Freiheit zu entscheiden, ich habe die eben genannten inneren Dialoge, wo es ihr richtig, richtig gut geht, wo sie strahlt, wie ich sie auf dem ganzen Coaching-Video noch nicht hier strahlen habe sehen, das übertragen wir jetzt auf die Ursprungssituation. Also wir haben jetzt eine Viertelstunde daran gearbeitet, wie sie miteinander umgeht, damit all ihre Seiten positiv sind und ihr zielgerichtet den Blick auf das Zukunfts-Ich lenken. Und jetzt geht es darum, wie können wir das übertragen? Und das Spannende ist, wenn ich im Unbewussten die Lösung schon habe, dann muss ich es nur übertragen. Mal gucken, wie es weitergeht. So, ich entscheide, mein Kleiderschrank muss reichen an der Stelle. Aber wenn du frustriert bist, ich finde es auch adäquat. Ich finde es ja scheiße, wenn es da keine Kleider für dich gibt. Ja, ich auch. Eben. Ja. So. Also da finde ich, wenn du jetzt auch noch so irgendwie bescheiden, ja, ich bin halt so, dass ich nicht passe, das ist doch blöd. Ich finde, ich sollte gefälligst ein paar Kleider mehr bieten. Ja, absolut. Ja, eben, also an der Stelle, ne, ist es nicht so, dass ich denke, ich passe nicht, also ne, dass ich bin hier falsch, sondern das System ist falsch. Genau, das ist mir völlig ganz klar. Genau. Das, ist mir das völlig System klar. ist falsch. Ja. Und du hast aber auszuhalten. Richtig. Und deswegen würde ich in jedem Fall mir Frustration erlauben. Ja, unbedingt. Ich finde, es ist nur adäquat unter den Umständen. Ja. So, wenn du sagst, und es ist zum Kotzen, dass die Idioten hier nicht noch bloß aus scheiß markttechnischen Gründen oder so nicht genug Kleider anbietet. Weil auf Art ist das eine Missachtung von Leuten, die von der Durchschnittsnorm abweichen. Und das halte ich nicht für in Ordnung. Ja, ich auch nicht, aber es tut halt weh. Klar. Deshalb wäre Flucht und zu sagen, okay, ich gehe halt nicht rein, fühlt sich gerade für mich besser an. Okay, klar. Na, wenn du aus Versehen mal reingeraten solltest. Ja, es könnte vorkommen. Sind wir ehrlich, es könnte vorkommen. Okay, aber das ist ja auch. Und wenn das weh tut, finde ich es auch adäquat. Nicht schön, aber adäquat. Und ich würde dir ehrlich wünschen, dass du dich dann damit liebevoll annimmst, dass das wehtun darf. So in der Form. Und da würde ich dich noch einmal gerne fragen, weil irgendwie, das würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen. Haben wir eigentlich noch ein paar Minuten Zeit? Ich weiß es gar nicht.
Bitte? So viel ich mag? Naja, das machen wir. Ne? Nein, nein, nein. Ich habe hier eine Verpflichtung dem Team gegenüber. Ich wollte nur wissen, ich weiß es nicht mehr genau, wann wir angefangen haben. Mal auf Zuruf, sag's doch. Wie viel? 10 Minuten. Ach gut. Wunderbar. Also, man weiß ja nicht. Und auch die Metaebene. Ich glaube, Gunther kennt mich gut genug, dass ich nicht nach 5 Versuchen den Stecker rausziehe und ihn des Saales verweise, sondern genauso wie er während des Coachings zwischendrin immer fragt, hey, liebe Klientin, macht das gerade für dich Sinn, wie wir hier arbeiten? Und jetzt, und das ist halt die Art, die ich so liebe an ihm, jetzt holt er sogar auch noch das Team mit ab. Nicht, weil er so ein pünktlicher, pflichtbewusster Mensch ist, sondern die Verpflichtung dem Team gegenüber. Also nochmal eine Metaebene oben drüber, um die Kollegen auch noch zu würdigen und zu wertschätzen. Und das ist, können wir auch denken, so eine Unterbrechung, warum guckt nicht auf die Uhr, das stört das Coaching. Nein, tut es eben nicht, weil er schafft, die Leute mit einzubeziehen und der Kontakt zur Klientin so gut ist, dass es gar nicht darunter leidet, sondern vielleicht sogar noch mal verstärkt wird. Ei noch ausverzeiht. Wer weiß, was wir hier noch alles lösen. Ja, also das würde ich gerne besser verstehen, wie es geschehen kann zu Hause, dass du dich da, was vollkommen aus meiner Sicht angemessen ist, aber dass es dann ohne Anstrengung dir gelingt, sozusagen wie es passiert, unwillkürlich von innen heraus. Ja, das was kann, ist ich, da anders? Kann ich dir in wenigen Sätzen erklären. Mein Leben ist, wie du dir ja vorstellen kannst, nicht immer einfach gewesen. Also ganz, ganz viele Herausforderungen liegen in meiner Vergangenheit. Und das Zuhause, in dem ich jetzt mit meinen Kindern lebe, finanziere ich alleine. Es ist wunderschön. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das erreicht habe. Das habe wirklich ich alleine erreicht. Und deshalb gelingt es mir da unproblematisch zu sagen, boah, was bin ich für eine geile Sau. Ja, ja, ja. Und jetzt mal im Ernst. Hand aufs Herz, wer von euch hätte geglaubt, nachdem sie nach 2 Sätzen angefangen hat zu weinen auf der Bühne, dass sie lachend voller Begeisterung sagt, sie sei eine geile Sau. Das schafft wirklich nur Gunther Schmidt. Aber weißt du, das würde ich gerne noch mal ein bisschen aufgreifen und verstärken, weil für mich heißt es, wann immer du dir erlaubst, das in den Fokus deiner Aufmerksamkeit zu rücken. Egal, was andere denken könnte oder egal, wie beschissen wieder der Markt da ist mit dem Angebot oder so. Wenn du dich erinnerst, was du gemacht hast und wie du was geschaffen hast, auf was du so stolz sein kannst und wie du dein Heim geschaffen hast und so weiter, wenn das im Fokus steht, dann scheint es sofort, das sind die Vertragsbedingungen deines Organismus, kommt mir das so vor, als ob du gar nichts machen musst, da wird wie etwas in dir größer, leuchtender und du bist jemand anderer, der sagt, hallo, habe ich schon erwähnt. Ja. Ich bin sowas von in Ordnung und schön. Ja. Schön. Ja, und dann mache ich Schönheit an anderen Dingen fest. Eben. Ja. Und das ist angemessen. Finde ich auch. Und du machst dich nicht abhängig von irgendeinem dümmlichen Schönheitsideal, von ausgezehrten, kachektischen Mädchen, die, nein, das sage ich extra, ein guter Freund von mir, Manfred Lütz, der hat ein paar so Bestseller auch geschrieben, der hat mal, und das habe ich richtig unterstützt, mal öffentlich gesagt, er hält diese Sendung, ich kann die nicht anschauen. Einmal habe ich sie 2 Sekunden oder 2 Minuten angeschaut, da musste ich, es hat mir schon den Würgereiz gemacht. Wie heißt es? Deutschland sucht irgendwie, ne, was, ja, ich weiß, was du meinst. Wir gucken es auch nicht. Topmodel oder ja, sowas. Ja, wir, ne, gucken es auch nicht. Und da wurde nämlich gefragt, eine große Zahl von jungen Mädchen, die dann anorektisch reagiert haben, was sie denn da so getriggert hat. Und über 40% haben gesagt, diese Scheißsendung. Weil da so ausgezehrte Menschen, was ist das für ein Ideal von Fraulichkeit, da kann ich ja nur kotzen, so in der Form. Aber das scheint eine Norm zu sein. Ich weiß nicht, von wem die definiert wird, aber nicht sind wir fremdbestimmt, so eine Scheiße zu übernehmen. Und deswegen finde ich, auch da ist irgendwie das Autonomes in dir, was sagt, ich unterwerfe mich nicht diesem lächerlichen, verengten Bild und sowas in der Form, aber das sollte dann auch gewürdigt werden, finde ich. Und das, wenn du an das denkst, was du gemacht hast und was dich ausmacht, wer du bist mit deinen Leistungen, dann wird es plötzlich anders. Ja. Zu wem wärst du denn dann? Ja, so, also,
so ein bisschen zu Superwoman. Wirklich, weil ich mache total viel richtig gut. Und also, dass sich das wieder emotional macht, finde ich sehr berechtigt. Ja, weil es ist wirklich so. Ich finde, dass ich ganz viel wirklich hervorragend mache, nicht nur gut. Unglaublich, wie Gunther das schafft. Durch die Frage, zu wem wirst du? Wer die neurologischen Ebenen kennt, wir sprachen vorhin über Verhalten, mit sich selbst, dann kamen wir auf die Werte und jetzt sind wir auf einer Sinnebene angekommen. Zu wem wirst du? Die Kollegen aus der positiven Psychologie würden da vielleicht auch ein Everest-Ziel daraus ableiten. Und dann diese Mimik, der Gesichtsausdruck, die Begeisterung, Superwoman. Wir sprachen eben vom Zukunfts-Ich. Und überlegt mal, euer Zukunfts-Ich heißt Superwoman. Gigantisch. Finde ich sehr berechtigt. Ja, weil es ist wirklich so, ich finde, dass ich ganz viel wirklich hervorragend mache. Nicht nur gut, sondern wirklich hervorragend. Ja, also es gibt in meinem Leben, ich habe so viel gearbeitet an mir, mit mir, um mich herum und ich habe so viel aufgeräumt und so viel besser gemacht, als es früher war. Und eigentlich wirklich, das soll jetzt nicht überheblich klingen, ja, ich halte mich für ein reflektiertes Kerlchen, ich weiß, da ist noch Luft nach oben, aber insgesamt halte ich mich für einen guten Menschen. Und mein Übergewicht ist eigentlich, und dafür bin ich sehr dankbar, es ist eigentlich die einzige Baustelle in meinem Leben, die ich wirklich noch mit mir rumschleppe. Naja, weißt du, so gesehen könnte man aber auch sagen, wenn du das so sagst, es ist eigentlich überhaupt nicht fair, irgendwie irgendwas zu beurteilen, ohne den Kontext, auf den es sich bezieht. Und wenn ich jetzt so das höre, dann hast du schon schwere Herausforderungen gehabt in deinem Leben. Und das ist ein Kontext, der ist relevant für deine ganze Lebensgestaltung gewesen, ob du wolltest oder nicht. Und da hast du unheimlich Gutes draus gemacht. Dann könnte man ja sogar sagen, auf eine Ebene, das ist sicher nur ein Aspekt, aber ein Aspekt, auf eine Art, dein sogenanntes Übergewicht, du nennst es Übergewicht, dein sogenanntes Übergewicht, ja, ist eigentlich sowas wie eine Art, ja, wie lebendiger Zeuge der schweren Zeiten, die du hattest. Oh, das gefällt mir gut. Ja, 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 ist ja, es. Ja, und das heißt für mich, wenn du wirklich, wirklich gut. Dann ist ja eigentlich schön, dass es da ist, ne? Bin ich nicht ganz allein. Ja, genau. Nun, wenn du noch mehr Wahlfreiheit wolltest in der Hinsicht, dann wäre es aber für mich überhaupt nicht stimmig, nur einfach, ich will jetzt ein paar Punde verlieren oder sowas in der Art, sondern was würde denn in mindestens genauso kraftvoller Weise wie ein Mahnmal für das, was du bewältigt hast, stehen können? Weil das in dieser Hinsicht so, weil ich sage das deswegen, weil ich habe, das sind jetzt Hypothesen, müssen für dich nicht passen, aber bei solchen Sachen habe ich das oft erlebt, ich arbeite mit jemandem und es geht ganz gut und plötzlich ging es nicht weiter. Und am Anfang, ich rage mir einen ab, noch vermeintlich psychische Intervention hat nichts gebracht, bis ich mal mir überlegt habe, hey, ich sollte das mal utilisieren und nachfrage, gibt es nicht was vielleicht, was sagt bisher und nicht weiter. Ich mache nicht mit, bevor nicht was anderes berücksichtigt ist. Und da habe ich dann gelernt, von solchen, nenne ich mal wieder Seiten, dass sie sagen, nee, wenn es jetzt noch da, sogar da noch gut wird und die Baustelle auch noch weg ist, dann sieht es so aus, als ob alles gar nicht so schwer gewesen wäre. Es war aber schwer. Ja. Und ich möchte, dass das weiter wie ein Mahnmal, für jeden Scheiß gibt es Gedenktage, aber nicht dafür, sowas weiter bleibt. Und wenn das jetzt bei dir nur annähernd ein bisschen in die Richtung ginge, dann könnte man ja gucken, damit du die Wahl hast, ja, was könnte denn das Wörtchen auf eine andere Art? Also was natürlich ab... Er würdigt und wertschätzt, hat die ganze Zeit alle Seiten, alle Teile, die schwere Vergangenheit, auch dieses wunderbare Wortspiel und Reframing von eben. Und sogar jetzt, wo es vorbei ist, würdigt er es nochmal um, und das ist sehr wichtig, er nennt es Mahnmal. Wir können es auch Anker setzen oder ein Ritual, was es eben braucht, um genau dieses Gefühl, diese Haltung, diesen Umgang mit sich selbst zukünftig wieder abzurufen und eben das Vergangene nicht wegzuschieben. Wir wollen ja nichts
wegcoachen, sondern es ist da, es ist Teil ihrer Geschichte und dem eben auch einen guten Platz zu geben. Ich absoluter Zeuge oder Zeugin meines Lebens sind natürlich meine Kinder. Und die sind unfassbar toll geraten. Punkt. Und die sind das natürlich in erster Linie aus sich heraus, aber ich bin diejenige, die sie begleitet hat. Und das habe ich überwiegend gut gemacht. Und das ist mir viel wichtiger, tatsächlich dahin zu gucken, als zu sagen, schön, dass mein Übergewicht hat, dass jeder irgendwie auch außen sieht, dass ich schwer zu tragen habe. Und wenn du an das denkst, so, und dann wird mir noch deutlich, was, wenn du dann mal wieder, und sei es aus Versehen, in so eine Kabine gerätst oder sonst irgendwo, und dann vielleicht nicht dich so mit die Schönheit von dir sehend anschaust, eigentlich, wenn man es genau für mich jetzt in meinem Denken übernimmt, ist das ja wie eine Art Warnblinkanlage oder ein Erinnerungswecker, der sagt, hey Silvia, du denkst wieder zu wenig an diese ganzen tollen Sachen an, die du, auf die du stolz sein kannst, und ich liefere dir das Müsegefühl als Erinnerungshilfe dafür, dass du denkst an das, was du dann ist es ja ein Helfer. Ja, klar. Also, und tatsächlich fühlt sich's gerade auch so an. Also, ich habe fast schon Lust nochmal, wie durch Zufall. Ja. Und dann zu sagen, so. Und so. Ja, du könntest doch sagen, okay, geh mal in die Kabine, komm, und hab da vielleicht wieder nichts zu bieten, das erinnert mich an meine Schönheit und an was ich alles so zu tun hatte, dann kannst du die ganze Frustration vernetzen als Erinnerungshilfe für deine Schönheit und für das, was du geleistet hast. Nicht nur bei deinen Kindern, da auch sicher, aber sonst wie. Und dann würde das was anderes werden. Mhm. Und mit freier Wahl, ob du je einen Schritt mehr gehst, als du. Ja. Also weißt du, wenn du sagst, du bist nicht sportlich, da finde ich die 3 Kilometer schon auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich würde an deiner Stelle auf gar keinen Fall sportlich werden. So. Also, übrigens habe ich schon erwähnt, ich bin überhaupt nicht sportlich. So. Ja. Und laufe 3 Kilometer und 4 Kilometer, wenn ich will. So. Und wie ist es bei dir? Ja. Ja, ich denke mal drüber nach. Okay. Jetzt aus Zeitgründen, ich muss da gucken, das habe ich gerade so, müsste ich jetzt dann aufhören. Wäre das okay für dich? Das wäre sehr okay für mich. Wo sind wir denn jetzt hingekommen mit deinen Anliegen? Auf jeden Fall in die Idee und den Wunsch, mich mit meinem Zukunfts-Ich mal zusammenzusetzen, definitiv. Und auch danke für diesen Gedanken, es müssen gar keine 40 Kilo sein, sondern ein paar Pfunde sind vielleicht, möglicherweise, ich könnte mal drüber nachdenken, ein guter Ansatz. Ich würde jedes Pfund neu überdenken. So, genau. Das nehme ich definitiv mit, weil, schau mal, wenn ich jetzt ganz rasant abnehme, ich müsste ja sehr schnell wieder in so eine Umkleidekabine. Hey, genau. Ne? Ja. Und was das auch kostet. Ja, um Gottes Willen. So, ne? Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Und danke auch für die Idee, dass ich mich, also dass mein Gewicht nicht das sein muss, was zeigen kann, was ich getragen habe. Und auch da total schön, ich habe meine Kinder ja auch getragen. Ja. Und die sind was Tolles geworden. Ne? Absolut, ja. Du hast sowieso für schon für die Zukunft gesorgt. Ja. Gern geschehen. Dann danke ich dir und wünsche dir alles Gute bei dieser freien Wahl. Weil danke. Darum geht es eigentlich. Vielen Dank. Und ich finde es so toll, dass du so eine Autonomiefraktion hast, die sagt, ich lasse mich nicht fremdbestimmen. Ja. Danke dir. Danke dir. Auch da merkt man den Humor und dass der auch nicht fehlen darf, auf einem noch so schweren Thema, mit dem jedes Pfund soll gut überlegt sein oder auch, als die beiden darüber scherzen, mit der Umkleidekabine, bloß nicht so schnell. Das könnte ja ein Klient als der Coach macht sich über mich lustig oder anderes interpretieren. Denkt man daran zurück, dass Silvia erzählt hatte, sie wurde gelobt, ach, siehst du gut aus, und sie sich nicht gefreut, sondern geärgert hat, weil sie gedacht hat, sah ich vorher nicht gut aus. Und jetzt kann ein Gunther Schmidt mit ihr darüber spaßen, dass sie bloß nicht so schnell in die Kabine geht, weil sie neue Klamotten kaufen muss, oder dass sie jedes Pfund gut überdenken soll. Und darüber lacht sie,
weil der Kontakt so gut ist. Kontakt ist für mich das Wichtigste im Coaching, die Grundvoraussetzung, um überhaupt ein gutes Coaching durchzuführen. Und wenn der da ist und man so miteinander schwingt, wir haben das gesehen mit der Körperhaltung, mit den Worten, aber auch, dass er mehrfach den Stinkefinger gezeigt hat und sie ihn sogar hinterher paced. Und das ist ja sonst gar nicht ihre Art. Also so viele Komponenten, die uns gezeigt haben, das ist wirklich eine Coaching-Symbiose, würde ich fast schon sagen, geworden, dass man in diesem Setting auch noch liebevoll gemeint guten Humor einbauen kann. Wir hören gleich noch den Applaus und wer möchte, bleibt dran. Dann nehme ich mich jetzt in der Rolle vorm Fernseher in der Metakommunikation zurück. Ihr seht ein Interview oder ein Gespräch, eine Reflexion, die ich mit Gunther im Anschluss an dieses Coaching durchgeführt habe. Wer will, bleibt gern dran. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Komm, lass sie mal. Danke schön.